Es ist ein langer und harter Weg, den Intensivpatienten vor sich haben, um von einer Beatmungsmaschine entwöhnt zu werden. Im Verbund der Elblandkliniken kann dieses sogenannte Weaning in der Reha-Klinik in Großenhain durchgeführt werden. Dafür verantwortlich ist das Team um Chefarzt Dr. Emanuel Zialowski. Ja, was für Patienten kommen zu uns auf die Weaning-Station? Das sind Patienten, die eine schwere lebensbedrohliche Erkrankung hinter sich haben, oft viele, viele Wochen auf Intensivstationen lagen und man kann schon sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen sind und kommen zu uns oft völlig eigentlich entkräftet und abhängig von Intensivmedizin. Eine umfangreiche und professionelle Betreuung über viele Fachdisziplinen hinweg ist für diesen Eingriff notwendig. In Großenhain ist man dafür gut aufgestellt. Also was unsere Station jetzt hier so besonders macht, ist halt, dass wir die neurologische Frührehabilitation quasi mit dieser Entwöhnungsstation vereinen. Also wir haben einmal sehr intensive Patienten noch, die auch noch Katecholamine, also quasi kreislaufunterstützende Medikamente auch bedürfen, die beatmet sind, und natürlich dann auch Patienten, die dann im Nachgang quasi auf andere Reha-Stationen gehen, die schon relativ fortgeschritten sind, vielleicht die wir schon entwöhnen konnten, die nicht mehr an der Beatmung sind. Also wir haben dadurch ein sehr breites Feld an Patienten, die wir halt hier bedienen. Zur Entwöhnung von den Beatmungsmaschinen gehört ein komplexes Programm, an dem nicht nur Mediziner mitarbeiten. Der Weaning-Prozess ist umfangreich. Es kommen mehrere Therapeuten hinzu, die den Patienten auf verschiedene Weise wieder mobilisieren. Wir haben 4 Therapeutengruppen, die hier tätig sind, also die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die Logopäden, Musiktherapeuten, also 5 eigentlich, und die Psychologen, die hier tätig sind. Und jede Profession hat so seine eigene Herangehensweise an die Patienten. Und das ist natürlich nötig, weil wir haben es ja mit unterschiedlichen Patienten, Klientel zu tun. Die haben unterschiedliche Kontexte, aus denen die praktisch aus dem Leben gerissen wurden. Und um die dort abzuholen, ist es natürlich nötig, dass wir auch unterschiedlich da rangehen. Auf 12 Patienten kommen 8, 9 Therapeuten. Diese Personaldichte ist unbedingt nötig, um die Patienten optimal zu betreuen. Es geht nur Hand in Hand. Und das zeichnet das Zentrum für Beatmungsentwöhnung in Großenhain aus. Das Wohl des Patienten steht dabei immer im Mittelpunkt. Wir stimmen uns täglich mehrmals ab, was wir mit dem Patienten machen wollen, was so unsere Tagesziele, Wochenziele sind. Wir haben einmal in der Woche ein Neuroteam, wo auch alle Professionen dabei sind, also Pflege, Ärzte, Therapie, in der wir dann versuchen, Ziele, Wochenziele zu finden für den Patienten oder auch schon Entlastperspektiven besprechen. Ja, wir arbeiten hier sehr familiär zusammen, denke ich. Und das macht uns auch aus und das bringt die Patienten auch vorwärts. Die Entwöhnung von künstlicher Beatmung birgt ein hohes Komplikations- und Infektionspotenzial. Durch die ständige Kontrolle und einen individuellen Behandlungsplan wird dieses Risiko in der Elbland-Reha-Klinik minimiert. Wichtig noch, natürlich brauchen wir auch sehr viele andere ärztliche Fachdisziplinen, sodass wir im sehr engen Austausch mit den anderen Elbland-Kliniken und dort den dortigen Spezialisten sind, um zum Beispiel Herzkomplikationen optimal zu managen, Bauchkomplikationen etc. Seit Frühjahr 2023 ist die Reha-Klinik in Großenhain zertifiziertes Zentrum für Beatmungsentwöhnung in der neurologisch-neurochirurgischen Frühentwöhnung. Ein wichtiger Schritt für eine qualifizierte Anerkennung. Sind wir sehr stolz drauf, dass wir das Anfang des Jahres geschafft haben. Es ist noch keine gesetzliche Vorgabe, aber es zeigt sehr gut, wie sehr gut wir strukturell und vom Team her aufgestellt sind, um die Patienten und das Klientel bei uns im Haus zu betreuen, auf unserer speziellen Beatmungseinheit im Haus. Und wir ergänzen da einfach sehr gut unser Portfolio in diesem Bereich und hoffen, dass wir auch zukünftig gut qualifiziertes Personal darüber anziehen, weil das natürlich auch für die Therapeuten und die Pflegekräfte eine sehr große Herausforderung ist, in dem Bereich zu arbeiten. Das Großenhainer Zentrum für Beatmungsentwöhnung bietet mit seinem Weaning-Programm den Patienten nahezu optimale Möglichkeiten für den Start in ein Leben abseits technischer Beatmungsunterstützung.